Tagebuch der Verlorenen. Episode 4. Raucherhusten. Die beiden Abenteurer, Herbert und Walter, grübeln an diesem Morgen viel. Immer wieder gehen ihnen die Geschehnisse des gestrigen Tages durch den Kopf. Diese seltsamen, neuen Infizierten und diese Menschenleere, die seit mehr als 40 Stunden vorherrscht. Aber entmutigen lassen sich die beiden nicht. Sie löschen das Feuer im Kamin, legen ihre Rucksäcke wieder an und machen sich für ihre nächste Reise bereit. Na, guten Morgen, mein Schwitzfuß. Ah, direkt erstmal Frühstück in der Hals, ne? Lass es dir schmecken. Was hast du denn geschmeckt da? Ja, aber ich sag dir das nur ungern, aber du hörst es, ne? Deinem Hals geht's besser, meinst du? Meinem geht's besser? Ich glaube ja, ich glaube, wenn ich das so höre, deine Mandeln scheinen nicht mehr allzu dick zu sein. Ist mir ja Hühnerei größer anstatt Straußenei. Ja, aber bei dir ist irgendwie anders. Ich habe das Gefühl, das ist noch schlimmer als beim letzten Mal. Danke. Ja, ist immer so eine Sache, immer so eine Sache. Ich habe hier noch Leckerchen. Lass sie dir schmecken. Ich versuche dann in der Zeit einfach zu verhungern. Wollte ich eh schon immer mal machen. Verhungern als Sportart. Ich bin ja kein Unmensch. Du kennst mich. Ich bin kein Unmensch, ne? Das weißt du ja. Das weißt du, ne? Das weißt du. Weißt du das? Hör mal, ich muss mal ganz kurz, sonst krieg ich, glaube ich, das Stimme nicht so. Du musst dich jetzt mal frei husten. Freischleudern. Na ja, guck mal, da hat er mir die Frühstücksflocken da gelassen. Ja, guck mal, dann lass mir wieder in den Hals treiben. Wo ist denn hin, der verrückte Hund? Hier bin ich. Warte, kurze Gedankeninspektion meinerseits. Ja. Ich versuche ja klug nachzudenken. Was hältst du denn davon? Nur mal kurz nachgedacht. Wir haben beide volle Schläuche. Wenn wir eventuell versuchen, du bist ja so ein guter Navigator, versuchen, uns zum Perion zurückzuschlagen, Sachen abzulegen, bei uns in unser Zimmer leihen, ein bisschen freimachen und eventuell dann Sachen mitnehmen, dass wir wieder hinkommen zum Handelsposten, wo wir denken, vielleicht könnten wir die verkaufen am Handelsposten, aber dass wir vielleicht ein paar Sachen wieder raus aus dem Inventar kriegen. Ja, warum nicht? Ja, aber wer jetzt meine Idee? Genau. Also, wäre jetzt meine Idee, ich weiß jetzt nicht, ob sich dazu anmietet von der Idee her. Na klar, warum nicht immer? Aber alles, was du willst. Ich krieg grad eine kleine. Kriegst du auch eine kleine? Ich hatte eben eine kleine. Ich hab das dann erstmal. Ich hab mich da völlig erstmal rausgelenkt. Ja, ich frag da auch nicht mehr. Nein. Ich frag da nicht mehr. Frag mich aber gleich nochmal, ne? Ja, klar. Schlagweite! Ja, weil du da ja den Hammer an der Seite hängen hast. Ist doch klar, das Ding wiegt... ausgleichen. Ja, musst du wie ich ausgleichen. Da wiegt das so viel wie so 8 Kartoffelsäcke. Du weißt doch, wie ich ausgesehen habe, als ich 8 Kartoffelsäcke bei uns da die 8 Stockwerke hochgeschleppt habe, oder? Naja, weiß ich noch. Sag mal, Schnuckel. Mausele. Witzig. Schon lange her, dass wir mal wieder eine Krawallbrause hatten. Das letzte Mal, als wir vom Perion weg sind. Ja. Eine. Ich merke das schon hinten im Kiefer. Der Kiefer schmerzt dann bei mir immer, ne?
Ja, also eine schöne Vollkornlimo. Selbst wenn man mich jetzt zwingen würde, die durch die Nase zu trinken, ich würde die sofort ächzen. Sofort. Kasten auf Nase würde ich nehmen. Herr Welt und Walter melden sich über den Überlebendenfunk. Wir erbitten Freigabe nach Imperion gleich ein, reisen zu dürfen. Over. Hab nicht gehört? Habt ihr mich? Weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht, ich hoffe. Ich glaube, den Funk ist ein Lügen. Oh, das ist aber ganz schön windig hier, ne? Ui. Ganz windig. Ui. Ui. Bist abgedriftet seid. Bisschen. Bist abgedriftet, ne? Naja. Ui. Ja, erstmal Brötchen Hoppa. Auf Nase, ey. Eine ordentliche Schrippe. Die Menschenleere, die Ausweglosigkeit, betrübt die beiden Abenteurer. Die stetigen Minusgrade und die eisigen Winde, die wehen, zehren an ihren Kräften. Mittlerweile haben sie die kleine Stadt Alenka erreicht und auch dort ist, wie gehabt, ihre Vorgehensweise äußerst investigativ. Weißt du, ich würde mich jetzt freuen, wenn der Achim mit seiner Pranke mich jetzt irgendwie massieren würde, ey. Oh, wenn er dir aufknetet, ne? Ja, wenn er mir so ein bisschen jetzt die Angst daraus knetet aus dem Nacken. Boah, ey. Der war immer ein guter. Hat er immer gemacht. Der Achim. Der Kai-Uwe. Ey, der. Mama, jetzt sind die Türen nicht zugemacht, oder was? Ich kann nur schwer seufzen. Warte, ich sag's dir, ich kann nur schwer seufzen. Du auch, Scheiße. Das ist für mich immer ein Ausdruck, dass ich mich nicht mehr so gut fühle, wenn ich schwer seufze. Ja, das hab ich doch schon beim letzten Mal gesehen. Ja, warte mal, hier hängt auch wieder ein Zettel. Hallo Besucher, ihr wisst, ich bin nicht mehr der Jüngste und schlafe relativ viel. Manchmal bin ich auch unterwegs. Wenn ihr ein Anliegen habt, dann schmeißt ihr einfach einen Brief in diesen Kasten. Ich melde mich dann bei euch. Passt auf euch auf, Erik. Der Erik, der wohnt jetzt hier. Was? Der wohnt der jetzt Erik? Hier oder hat der vorher hier gewohnt? Ihr guckt selbst. Erik! Ey, Walter, ich glaube, beim letzten Mal war das fast hier gar nicht, als ich hier war. Das heißt, in der Zwischenzeit wird der Erik hier gewesen sein. Walter, ich kämpfe mich kurz weiter schon Richtung Süden durch. Ich sehe nämlich wieder das Ding, ja. Das aussieht wie so eine Arztpraxis. Da will ich ja mal kurz meinen Fuß reinhalten, ey. Mann, ey, da wohnt der Erik jetzt hier, ne? Da ist er schon wieder so, ne? Ich will hier matsch im Kopf, ey. Na, Scheiße, fang ich mit dem selbst zu sprechen.
Tabletten. Wenn ich und der Walter eins nicht brauchen, dann ist es Energie. Mann! Herbert! Nein, mein Hasenfuß! War nix drin. Ich hab Zettel gelassen. Ja, was hast du da aufgeschrieben? Was hast du denn geschrieben? Ich hab geschrieben, dass wir beide da waren. Ja, nice, ey. Und nochmal bedankt für am Hotel. Jo, ey. Hast du dir wenigstens gedankt? Ja, vielleicht hat mir auch Glück, ey. Vielleicht, im schlimmsten Fall wäre das jemand von Rora gewesen. Stell dir mal vor, ey. Aber lass sie doch kommen. Irgendwo lass sie doch kommen. Lass sie kommen. Den Rora oder was? Also. Irgendjemand wird auf den Tisch kacken bei denen. Und vielleicht bin ich das. Vielleicht aus Angst, aber Hauptsache der Haufen liegt. Weißt du, wie du mich richtig abfangen würdest, wenn du den Haufen dann vor deren Augen wegflemmst? Was würde ich für so einen richtig schön kalten Filterkaffee tun? Filterkaffee? Ich weiß, was du meinst. Ist ein schön Filter. Kalt getrunken. Weißt du noch, die Oma immer kalt hat sie den weggesippelt. Weißt du, was das Beste immer ist? Was, kalt. Was den besonders macht, so ein Filter, von dem ich spreche? Du brühst den auf, den Filterkaffee, lässt den stehen den ganzen Tag. Morgens 6 Uhr machst du die Kaffeemaschine an. Abends 21 Uhr fängst du an, dir in diese Kaffeetube da so ein bisschen Milchweißer reinzurühren. So ein bisschen. Ich sag mal, so eine halbe Packung Milchweißer rein. Ja, nicht so viel, mag ich auch nicht. Halbe Packung reicht. Hast du schon mal gemacht? Ja. Was sagst du dazu? Wie war das? Also ich sag mal, das war zwar fest, aber ich konnte das immer noch kauen. Das sind die genau das, was ich meine. Das ist nämlich, so bin ich durch meine Taxifahrten. Bevor ich damit angefangen habe, Kaffee so zu trinken, wollten die mich bei Taxistern feuern. Glaubst du das? Dann habe ich angefangen, mir so den Kaffee vorzubereiten. Zack, Funker. War ich erst mal 2 Wochen Funker nachts. Haben gesagt, du hast so viel Energie, setz dich bei uns in den Funksprechturm. Da habe ich da im Turm gesessen. Im Turm vom Taxistern. Die haben mich alle abgefeiert. Ey, guck mal. Da hat einer die Matschköpfe platt gemacht. Du hast recht. Hallo? Hallo? Ja, wir sind ja auch in der Nähe von Perion, ne? Aber guck mal, da ist noch ein Matschkopf. Ja. Guck mal, der hat irgendwie so ein bisschen Stoff mit. Vielleicht können wir damit irgendwas flicken. Niemand mehr mit. Stoff kannst du immer brauchen. Du hast das doch gelernt zu nähen, ne? Irgendwann, oder? Ich hab das gelernt. Da ist noch einer. Ja, am Baum. Da kommt doch einer gegen die Matschköpfe. Ich jetzt einfach. Scheiße. Gut gemacht. Super. Ja, ist kein Problem. Ja, moin. Wen haben wir denn da? Seien Sie gegrüßt, ne? Wo bist du da? Hallöchen. Hallöchen. Seien Sie gegrüßt. Alle gut? Ja, bei Ihnen auch. Wer sind Sie? Ja, sicher. Ich bin der Herbert. Hallöchen. Walter hier. Wie lange sind Sie gerade auf dem Weg? Wie lange sind wir jetzt hier? Ein paar Tage sind wir hier. 8-9 Tage? Ja, irgendwie. Wie lange? 8-9 Tage? Genau. Ah, süß. Hi, 2 Monate ungefähr. Ah, okay, ja, moin. 2 Monate. Na gut, ja. Nicht so lange wie der Erik, aber 2 Monate zu Hause. Ein Stück. Wo ist ihr zu Hause? Hinter Ihnen. Also hier wohnen Sie? Ich
Alter, dann, wir sind Nachbarn. Wir sind vor ein paar Tagen hier in Imperium eingezogen, hier gegenüber. Im Imperium? Jo. Yes. Ja, ich gehöre zum Imperium. Also, oh, tut mal laut. Ups, oh. Oh. Was, wie war der Name? Das habe ich nicht mitgekriegt. Kryogon. Kryogon ist mein Name. Kryogon. Kryogon? Kryogon. Oh, wo kommt der? Ich habe noch nicht gehört. Nee. Kryogon habe ich echt noch nie gehört. Ja, okay. Ist was Spezielleres. Der klingt so ähnlich wie Ludmilla für mich. Die was? Ludmilla. Ludmilla. Wer ist das? Wer ist eine Perle, die wir mal kannten? Ich hab gesehen, ja, du hast ein Holz, aber keine Pistole. Hast du keine oder hast du nicht keine? Holster? Hab ich nicht. Bleib mal ganz kurz hier. Ich such mal ganz kurz was. Was? Ey, das wollten wir auch. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Was hast du? Ey, Walter, ey, ist nicht wahr. Walter, die stellen sie irgendwo hin. Du musst dich ja fast noch nie in Hartz IV antragen. Du stellst dich da in die Reihe und bist durchgewohnt und kriegst da 400 Euro aufs Konto gut geschrieben. Genauso geht's hier weiter und ich muss mir die Finger gut schreiben. Ey. Wie damals bei der Knappschaft haben sie mich so durchgewunken. Einfach durchgewunken. Ey, wir kommen aus dem Norden hier. Wir waren hier eigentlich auf dem Weg zu dieser Handelsposte. Handelsposte. Handelsposten, was denn Handelsposten? Ich habe vorhin hier aufgesprochen, tatsächlich. Achso, wir haben nämlich so ganz viele Zettel gefunden, dass im Mediengrad irgendwie jeden Tag um 20 Uhr... Ja. Da ist die Sache, Mediengrad existiert nicht mehr. Das sind alte Zettel. Oh. Mediengrad ist nicht mehr da. Das ist verstorben. Ah, okay. Das erklärt auch, warum wir da die letzten Tage keinen gesehen haben. Aber die sind leider verstorben. Also ich weiß es noch. Einer, der damals in Belingrad ein Anführer war, der lebt noch. Also zumindest habe ich ihn vor ein paar Wochen das letzte Mal gesehen. Kann sein, dass er inzwischen leider verstorben ist. Hm. Aber Belingrad ist nicht mehr. Hier in der Nähe soll es einen Handelsposten geben, angeblich. Also mir wurde zumindest erzählt, dass keiner sei. Hallo. Achso. Das war eine Matschkopf. Ja, schon. Ja. Gut, dass du uns nicht so begrüßt hast. Nee. Man spüren, die kriegen mal ganz schnell was durch den Kopf bei mir. Ja. Ja, und bei CP14, da ist dann irgendwann so ein Arzt. Hast du gesagt? Ja, das ist ein stark groß umzäuntes Ort mit Betonwänden umzäuntes hier. Da waren wir gewesen. Okay. Ja, und wann öffnet der immer der Arzt? Oh, der Arzt ist immer gegen Abend da. Gegen so. Kann man so sagen, gegen Spätabend, Mittag. Ja, okay. Irgendwo da ist er da. Also es ist unterschiedlich, wenn er da ist. Cool. Sonst, falls ihr Daisy kennt, die weiß ich halt auch mal gegen Mitte gehabt. Ich weiß nicht, ob sie immer noch welches hat. Daisy? Nee, hab ich glaube ich noch nie gehört, oder? Das ist eine Ärztin, die, soweit ich weiß, in Borisovo wohnt. Ah, in Borisovo waren wir ja nur kurz. Da haben wir dann den Erich getroffen, da hat er den Walter wieder auf die Beine geholfen. Jetzt habe ich fast die Beine hochgerissen, ey. Ging mich das Elend. Was war passiert? Hier, ich. Ja. Irgendwann ging nicht mehr. Lachte dann nur noch auf das Sofa abgebrochen und so. Die Füße haben den geschmerzt, ey. Unsere beiden Abenteurer haben endlich wieder einen anderen Menschen getroffen. Ein Stein fällt den beiden vom Herzen. Ihre Sorgen, die letzten Überlebenden zu sein, die von Aurora im Würgegriff gehalten werden, erwies sich glücklicherweise als unwahr. Doch der nette Empfang
wird plötzlich durch ein Geräusch unterbrochen. Sie ver... Oh. Was ist denn? Knallerbsen oder was? Hallo? 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 Ja, haben wir doch auch. Ist hier wer? Braucht der Hilfe? Ja. Also können wir ihm irgendwie helfen, der jetzt gerade geschissen hat? Walter, komm, bitte. Wo bist du? Weiß ich selbst nicht. Wo bist du denn? Hier hinter den Tannen. Ja. Ich hab's auch gehört. Hallo, ist hier irgendein Überlebender? Das sind noch für Vampire. Ja. Beibringen müssen. Du hast mir das daneben schießen beigebracht. Na gut. Bleib gut. Ja. Guck mal, der hat ein Batteriechen dabei. Boah, lutsch dem doch mal direkt aus der Hosentasche, ey. Ja, guck mal, sind wir fast schon zu Hause hier, ne? Jo. Ja, aber woher kam die Schüssel? Ja. Aber ich gehöre halt auch zum Imperium, ich wohne da halt nicht direkt drin. Ah, Hallöchen! Jo, hallo! Hallo! Hi! Habt ihr geschossen? Ja, ich hab geschossen. Okay. Weil ich hab auf einmal nur haufenweise Scheiße auf den Schuss und dachte, was geht jetzt ab? Ja, nee, alles gut. Da muss ich schon fast so unterbuchsen. Benetzt. Du bist aber nicht der Eddy, ne? Nee, ich bin nicht der Eddy. Okay. Happy? Mhm. Happy. Hi, Happy. Happy. Hey, das ist mein Spitzname. Ich werde Happy genannt, aber ich bin Herbert. Bitte zu Hause. Alles fit bei euch? Jawohl. Alles geht besser. Und selber? Ja, wir hatten gerade so einen komischen Zombie hier. Habe ich ihn gleich geschossen. Das hatten ich und Walter auch, als wir hier wach wurden. War aus so einer Matschbirne hier. Da liegt. Naja. Ach Mensch. Warte mal, ich bin mal ganz kurz bei uns in der Butze. Ich bin sofort wieder da. Was machst du denn da? Kackst du da wieder hin? Darf ich nicht. Endlich finden die beiden das Imperium nicht mehr verwaist vor. Anitova lebt. Nicht nur haben sie den netten Nachbarn des Imperiums getroffen, sondern auch Happy, einen Bewohner des Imperiums. Vor den beiden, oder soll ich sagen, den Vieren, liegt eine angenehme und warme Nacht am Lagerfeuer. Ja, ich habe euch zuerst nicht erkannt. Ja, ich sehe auch dachte zuerst, ihr seid Kannibalen. Was? Jo. Es gibt hier Kannibalen. Habt ihr das nicht mitbekommen? Nein. Wer? Ich weiß nicht wer, aber es gibt eine Gruppe, die töten anscheinend Menschen und fressen sie danach. Ach du Scheiße. Deswegen, also ich habe euch... Die Gruppe muss ausgerottet werden. Weil das, das ist stimmt eine auf jeden Gefahr Fall. Für die Insel. Deswegen, ich habe euch ja schon einen Schrein gehört. Aber ich wollte zuerst nicht sagen, weil ich mir nicht sicher war. Ja, okay. Weil ihr ja ihr seid ja herumgeschlichen und da dachte ich, eventuell wollt ihr uns angreifen oder so. Ach du Scheiße. Nee. Ihr habt Aurora schon gesehen? Irgendwelche? Ich hab schon von denen eine Waffe durchs Gesicht gezogen bekommen. Oh. Ach du Scheiße. Alter. Ja, der hat mit dem Sturmgewehr durchs Gesicht gezogen. Also bei mir waren sie bis jetzt eigentlich ganz nett. Ich hab noch keinen gesehen. Ist auch besser, so glaub mir. Hast du mal von Aurora auf die Fresse bekommen hat? Ja, Dex war gestern hier. Ja, aber der hat von Aurora auf die Fresse bekommen. Bei der Situation war ich dabei. Den haben sie ins Bein geschossen, oder? Aha. Was? Nein. Also vor ein paar Tagen, als wir bei Medlik gerade in der Nähe waren.
Nee, also so viel ich mit dir war gestern nicht. Hier und den haben sie vorgestern ins Bein geschossen. Nein! Okay. Warum? Das ist neu. Da muss er gucken, dass sie infiziert. Ich glaube, der hat sie angespuckt oder so, keine Ahnung. Oh, Dex! Das ist typisch Dex. Walter, also halt dich zurück, ey. Dex hat vor ein paar Tagen. Hat der denn was gemacht, dass die den jetzt zusammengeschlagen haben, oder sind die einfach andauernd so drauf? Also, der Trupp ist eigentlich nett drauf. Der Trupp ist eigentlich nett drauf. Es gibt einen, der ist andauernd so drauf. Aber da war die Sache, Dex war halt bei denen kein Unbekannter. Der ist bei denen schon häufiger eingebrochen. Und bei Aurora eingebrochen? Ja, bei deren Außenposten. Und dann fand Aurora es auch nicht so lustig, dass das die veräppeln wollte und sagte, dass eine Langwaffe eine Wasserpistole sei. Das fanden die auch nicht lustig. Ja. Und ist hier schon mal jemand wieder von der Insel gekommen? Und zurück ins richtige Leben? Nur tot. Mein Freund, du sprich ein bisschen leiser, du schreist ziemlich herum. Entschuldigung. Aber da meinte Daisy, glaube ich, auch, dass das so halb Zombie, halb Menschen sind. Dass sie nicht ganz Zombies, aber auch nicht mehr ganz Menschen sind. Dass sie so halb sind, dass sie so halb verwandelt sind. Also dann können wir uns doch in diese Matschköpfe verwandeln. Ja, aber nicht so einfach, soweit ich weiß. Okay. Ich entschuldige mich jetzt schon, keine Ahnung. Provisorisch. Ich hab nicht vor, so ein Zombie-Vieh zu werden. Vorher erschieße ich mich. No joke. Also ich hab das auch nicht vor, aber ich kenne meine Glück. Also ich pass auf, dass ich Minimum eine Kugel immer dabei habe. Die lege ich in die Kammer, mache den Scheiterfall ab, lege sie in den Kinn und fertig. Du wärst ganz schön hardcore, ey. Gerard Depardieu, also, meinst du? Crocodile Dundee. Also, ja, genau, der. Aber dann klingt das ja so, als wäre jetzt die einzige Republik, die es noch gibt, die Burg. Ja, soweit ich weiß. Krass. Bin gespannt, was Aurora da jetzt macht. Sei froh, dass ich manchmal nicht so gut höre, ne? das. Ich bin übrigens der Herbert. Moin. Herr Herbert, ich glaube, wir haben uns erstmal. Moin erstmal. Moin. Wir haben uns nur mal kurz gehört oder gesehen, ja. Und wer ist der Liegende da auf der blauen Matte? Ich bin Walter, Hallöchen. Walter. Ja, von der Vogelweide. Wir hatten ja gestern. Oh, wir hatten ja schon unser Vergnügen. Okay. Und wer ist da hinten noch bei euch? Das ist Happy. Den wecken wir mal lieber nicht. Ne? Ich hätte immer glücklich, wenn er schlafen kann. Ja, und du bist ja? Ich bin der Martin, ne? Ah, der Martin, jo, moin, ey. Ja, der Grüne, der Grüne unter den Anisomaren. Jo, grüne Martin. Ich suche noch eine grüne Jacke, die halbwegs schon im Tick ist. Das ist die Idee zum Beispiel auch noch. Moin. Ich mag grün. Moin, Happy, na, ja, gut geschlafen? Ist auch eine schöne Farbe. Also, jo, wir merken, grüne Jacke für den Martin, ne? Ja, das wäre super nett, ne? Ich kann euch zwar nur Holz und Essen anbieten momentan, weil ich halt das, wie ich sagen, Mädchen für alles bin, aber ich lerne noch viel. Uns wird so unter die Arme gegriffen. Wir sind auch einfach froh, hier helfen zu können. Ja, alles gut. Ich mach mal vorne die Gaslampe an, dass falls Leute hier sind, wissen, dass sie hier hinkommen können. Jo. Bin gleich wieder da. Das ist immer eine gute Sache. Eine Gaslampe haben wir, glaube ich, auch, ne? Kartusche. Ich habe 3 Stück zu Hause. Ach du Scheiße. So große gelbe. Oh! Ich nicht. Überhaupt nicht. Nee, du hast die doch. Ich hab die doch nicht, oder hab ich die bei mir? Ach so, ja doch, stimmt, hab ich ja gesagt. Ey, guck mal, ich bin schon da hier im falschen, ne? Du bist müde, guck mal, wenn du dich in die hinlegst, dann hast du eine 2 Sekunden später Horizontale. Das sind 2 Sekunden später kein Verstand mehr. Da kann man nicht mehr unterscheiden, ob du jetzt ein Neandertaler bist oder ein Schimpanse. Bursche. Du hast immer noch den Raucherhusten, Walter. Ja, der geht auch nicht weg, du. Wer ist angeboren?
Ist halt so. Was man nicht von der Mutter alle erbt. Das bin ich dir auch aus dem Herd. Weiß ich ja. Wohnt ihr denn jetzt genau? Ende linke Seite. Sechste hinten hier. Ja. Genau. Hinter ihm. Man muss seine Nachbarn ja kennenlernen, ne? Na sieh, wie lange bist du denn schon hier? Ach, du, lass das. Müsste doch kurz nach Weihnachten gewesen sein. Ich hab das Zeitgefühl ein bisschen verloren. Ja? Ja, anderthalb Wochen, zwei Wochen knapp. Ach, guck mal. Vorsicht, Nase zu halten. Der Wald hat seine Schuhe eben hier gelassen. Ach, du hast sogar ein Schloss und Co. Ach, das hab ich noch nicht mal. Ach, krass. Cool. Ja, und oben... Habt ihr eine Kochstelle oder sowas? Nee, oben erleichtern wir uns. Gar nicht. Ach so, ja, nee, das ist mir zu bad. Kochstelle haben wir aber noch nicht. Aber das wäre... Kochstelle haben wir noch nicht, na gut. Nee. Das wäre es aber eigentlich mal, ne? Irgendwie so, wir ja. Wir planen halt hier mit dem Etagenklo demnächst oben. Doppelt. Ja, aber bitte nach außen. Klo. Ist nicht wahr. Ist der ein Rattenbengel. Boah. Jetzt hältst du mich echt vom Bett weg, du Pferd, du. Ja, wie sieht das denn hier aus, Sauerei? Ah ja, da hab ich auch eben einen erwischt. Ich glaub, der warst du. Wer hat denn hier reingemörtelt, ey? Ja, da schon. Ja, wenigstens ist es warm. Wenigstens ist es warm. Gute Nacht, Walter. Schlaf gut, mein Bube. Ja. Oh Gott. Oh Gott, dreh dich in die andere Richtung. Durch die Begegnung mit den anderen Überlebenden haben die beiden wieder ordentlich Mut geschöpft. Wo es die beiden als nächstes hinführt, das weiß nur der Wind. Wird es investigativ? Werden sie versuchen, die Stadt der Toten in Augenschein zu nehmen? Werden sie versuchen, wieder mehr über Aurora herauszubekommen? Wird es sie in den Süden nach Borisovo führen? Oder werden sie versuchen, ein paar Mitstreiter bei der Burg zu finden? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass egal was die beiden machen, sie werden es gut machen. Bis zum nächsten Mal bei Tagebuch der Verlorenen. Tybor? So, jetzt habe ich dich endlich mal an der Strippe. Hallo? Wer ist da? Willst du mich verarschen oder was? Ich bin's, Everard! Okay, ja, und was willst du? Ja, Rora hat mir erlaubt, mir einen Anruf von der Insel zu machen. Und da rufst du mich an? Ja, jetzt wollte ich den Achmed oder den Koschlonski anrufen, aber mit dich habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Okay. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Schieß los. Weißt du noch, wie ich dir vor 4 Jahren gesagt habe, dass ich einmal auf dem Kamel geritten bin? Nee, keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, dass mich dein Gesicht, wie du da geguckt hast, einfach nur aufgeregt hat. Du hast geguckt wie so ein Wasserkessel. Das regt mich immer noch jeden Tag auf.